eine Kirche im Berliner Stadtteil Steglitz. Zur Abendandacht betritt ein Mann das Gotteshaus, um Einkehr zu halten. Eine letzte Zwiesprache mit seinem Schöpfer. Juli 1944. Am nächsten Tag soll eine Tat von ungeheurer Tragweite geschehen. Klaus schenkt Graf von Stauffenberg. Er will Hitler töten. Das ist auch für Stauffenberg ein ganz schwerer Entschluss gewesen, auch vor dem Hintergrund seiner Religiosität, aber auch vor dem Hintergrund des Bewusstseins, dass mit dem Attentat ja nicht nur Hitler sterben würde, sondern auch andere im Raum anwesende Menschen. Ein Mord, um Millionen Morde zu verhindern. Den Tyrannen beseitigen, das Land vom Joch der Diktatur befreien, den Krieg beenden. Doch mit einer Frage ist der Attentäter ganz allein. Wann darf ein Christ töten? Es steht eben nicht in den 10 Geboten, wo drin steht, du sollst nicht töten, es sei denn den Tyrannen. Diesen Zusatz gibt es leider nicht. Die Waffe, 2 Kilo Sprengstoff. Stauffenberg ist kriegsversehrt. Aber keiner im Widerstand ist so entschlossen wie er. Ich habe ihn bewundert, dass er, der Mann mit 3 Fingern, bereit war, so eine Tat durchzuführen, was natürlich, er war körperlich völlig ungeeignet dafür. Es kam kaum jemand, der ungeeigneter war wie er. Weil er konnte die Sicherung von den Bomben, die Zündung konnte er schlecht eindrehen und so weiter. Er war völlig ungeeignet dafür. Aber er war der Einzige, der Schneid hatte und der damals an Hitler rankam. Alle anderen hatten nicht den Schneid oder waren Nazis. Die Bombe, verstaut in einer Aktentasche, soll bei einer Lagebesprechung zünden. 20. Juli 1944. In Hitlers Hauptquartier, der Wolfsschanze. Alle Versuche, Hitler zu töten, sind bis jetzt gescheitert. Der Diktator scheint unerreichbar und unverwundbar. Der Realität entrückt, wie hier auf seinem Berghof bei Berchtesgaden. Für seine Sicherheit garantieren die Leibstandarte der SS und ein sogenanntes Führerbegleitkommando, das vor allem einen Auftrag hat, Hitler zu schützen. Das war die Bewachung Hitlers in unmittelbarem Umkreis. Und auch in der nahen Umgebung von 50, 100 Metern, je nachdem, was für eine Anlagengröße das waren oder Plätze oder was, die sich teilweise auch in Zivil sogar aufhielten dann. Ne? Größtes Sicherheitsrisiko für die Bewacher ist Hitlers täglicher Spaziergang auf dem Obersalzberg. Offenes Gelände. Ein Staatschef wie auf dem Präsentierteller. Könnten Scharfschützen Hitler erschießen? Ja, würde ich sagen, ja. Da könnte man auf riesige Entfernungen und die Zielgewehre gab es damals auch schon. Das war durchaus eine Möglichkeit. Deswegen das nicht gemacht, hätte ich vorhin gesagt. Das wären ohne weiteres Möglichkeiten gewesen. Genau ähnlich, wie es in Amerika passiert ist, als Beispiel mal mit Kennedy. Da war immer die Möglichkeit, zumal das ja bergige Sachen waren, die hätte man auch da einnisten können, für eine gewisse Zeit im Verborgenen halten können. Das wäre durchaus möglich gewesen, sowas. In die Nähe ranzukommen, wäre schlechter gewesen. An Hitler herankommen, ihn beseitigen, das wird unter strengster Geheimhaltung im schottischen Hochland trainiert. Von einer Spezialeinheit des britischen Geheimdienstes. Operation Foxley. Seit Juni 1944 werden Agenten auf ein Attentat vorbereitet. Auch Frauen bekommen die Lizenz, den deutschen Tyrannen zu töten. Ja, die Deutschen. In diesen Tagen dachte ich, der einzig gute Deutsche ist ein toter Deutscher. Und je mehr tot, umso besser. So war das.
Ich hätte Hitler mit dem größten Vergnügen getötet. Warum auch nicht? Ich habe diesen Mann nie gemocht. In einem unscheinbaren Landhaus bei London werden vom Geheimdienst Waffen und Methoden entwickelt, Hitler zu töten. Um den Krieg zu beenden, Deutschland zu besiegen. Eine lange geheim gehaltene Akte enthüllt die Attentatspläne. Auf Hitlers Berghof, haben britische Späher herausgefunden, stehen die Chancen am besten. Die Agenten planen, das Trinkwasser zu verseuchen, Hitlers Kleider zu vergiften. Nirgendwo ist der deutsche Diktator so schutzlos wie bei seinem täglichen Spaziergang. Doch Scharfschützen kommen nie zum Einsatz. Die Operation Foxley scheiterte letztlich aus zwei Gründen. Einem praktischen und einem theoretischen. Der praktische Grund war sehr einfach. Es gelang nicht, einen bewaffneten Mann in den Sicherheitsbereich von Hitler zu bekommen. Nicht in Berchtesgaden und schon gar nicht in der Wolfschanze. Das war einfach nicht möglich. Also mussten wir es fallen lassen. Und der theoretische und viel wichtigere Grund war, dass in dieser Kriegslage ein lebendiger Hitler viel nützlicher war als ein Toter. Wenn wir ihn getötet hätten, hätten wir alle Vorteile verloren, die sich durch seine schlechte Kriegsführung ergaben. Hitler, das eigentliche Risiko für Deutschland. Im Sommer 1944 ist der Diktator zum letzten Mal auf dem Berghof. Er kehrt nie wieder zurück. Operation Foxley findet nicht statt. In seine Nähe zu kommen, ist das größte Hindernis für potenzielle Attentäter. Außer der Leibwache, dem persönlichen Umfeld und anderen Auserwählten kommen nur Militärs nah an den Kriegsherrn heran. Wie hier bei einer Präsentation neuer Waffen und Uniformen. Einer der hohen Offiziere benimmt sich dabei seltsam auffällig. 7. Juli 1944. Generalmajor Helmut Stief plant einen Anschlag. Ein Bewacher vom Führerbegleitkommando steht direkt hinter ihm, Kurt Larsson. Dann war ein General da, der das Ganze dann erklärte und zeigte. Und da, ich stand auch mit einigen Kollegen oder Kameraden, sagte man ja damals, in der Nähe. Der nun den Kram, diese neue Uniform, Hitler erklärte, und den Tornister immer ganz besonders. Und was uns vor allen Dingen missfiel, der dienierte und hofierte um ihn rum und immer zehnmal nacheinander, mein Führer, mein Führer, mein Führer in dem Sinne. Naja, und irgendwann wurde das auch abgebrochen, war nichts mehr los. Und ganz kurzfristig, dann Nacht, wurde dann mit ziemlicher Sicherheit, wie wir alle damals empfanden, und da wurden auch Untersuchungen angestellt, war in einem Tornister eine Sprengladung angebracht, die hätte gezündet werden sollen durch diesen General Stief. Doch dem fehlt der Mut. Kurt Larsson wird Zeuge des Scheiterns. Und da ist mit Sicherheit, wie ich das damals empfunden habe, festgestellt, da sollte ein Attentat stattfinden und das ist abgeblasen aus irgendwelchen Grund. Den Tyrannen töten. Manchen fehlt es an der Entschlossenheit. Anderen an der Gelegenheit oder an der Einsicht, dass das Sterben ein Ende haben muss, dass der Krieg 1944 längst verloren ist. Entschlossenheit und Zugang zu Hitler, Stauffenberg hat beides. Er musste sehen, als gescheiter Generalstabsoffizier, das war er ohne Frage, dass Hitler militärisch allein Deutschland in den Abgrund führen würde. Denn es war klar, wenn wir den Krieg wirklich verlieren, wird Deutschland vernichtet werden. Das war ganz klar von vornherein. Und B kam dazu, dass er von den Verbrechen der Nazis auch wusste und moralisch einfach nicht anders ausweichen konnte. Wie jeder, der ein gewisses hatte, musste sehen, dass diese Nazizeit beendet würde. Der von den KZs wusste, von den Morden der Nazis wusste, er musste bestrebt sein, dieses Regime zu beenden. Der lange Weg zum Attentat nimmt seinen Anfang in der fränkischen Provinz, in Bamberg. Stauffenberg beginnt eine Karriere im 17. Reiterregiment.
Mit einem Fackelmarsch wie in Berlin wird auch in Bamberg Hitlers Machtübernahme 33 begangen. Seinen Aufstieg beobachtet Stauffenberg mit Interesse, anfangs optimistisch. Er heiratet standesgemäß die adlige Nina von Lerchenfeld und begrüßt die Aufrüstung, denn sie verheißt eine strahlende Zukunft für alle Militärs. Stauffenberg will seinem Land dienen in Hitlers Wehrmacht. Sein Anhänger wird er nie werden. Doch der neue Schwung, der spricht ihn an. Er hat als junger Mann, wie viele, wie 95% des deutschen Volkes, war er fasziniert natürlich von vielen Dingen des Nationalsozialismus. Heute wird das alles mit leichter Hand so weggewischt. Aber so war es. Es gab nur ganz wenig Leute, die von Anfang an die Gefahren, die im Nationalsozialismus lagen, gesehen haben. Mindestens 95% waren zunächst fasziniert. Und begrüßen, wie auch Stauffenberg, den sogenannten Anschluss Österreichs im März 38. Doch als Hitler ein Jahr später die Tschechoslowakei zerschlägt, hält der junge Offizier das für bedrohlich und prophezeit, der Narr macht Krieg. Schon jetzt will Stauffenberg den Umsturz. Der könne nur gewaltsam und nur von oben gelingen. In der Truppe gilt Stauffenberg als Mustersoldat, ist Hoffnungsträger und Vorbild. Wir alle, wir Jüngeren, wir hatten, empfanden ihn als eine Persönlichkeit großer Ausstrahlungskraft und waren damals überzeugt, dass er zur Spitzenposition im Heer heranwachsen würde. Den Krieg gegen Frankreich 1940 erlebt der junge Offizier Stauffenberg wie im Siegesrausch. Seiner Frau Nina schreibt er am 18. Mai: Es ist ein unerhörter Vormarsch, eine wirkliche Invasion, ein unaufhaltsames Weiterstoßen, dem gegenüber die Franzosen nicht einmal den guten Willen zu kämpfen gezeigt haben. Sie ergeben sich zu Tausenden und fluten dann, unbewacht, ganz auf sich gestellt nach Osten. Wir erleben in erschütternder Form den Anfang des Zusammenbruchs einer großen Nation. Nicht nur militärisch, sondern vor allem psychisch. Der schnelle Sieg trübt vorübergehend auch Stauffenbergs Blick auf die Realitäten. Nur in Dünkirchen, wo die britischen Truppen entkommen, habe Hitler einen Fehler gemacht, sagt Stauffenberg. Er werde ihn aber gewiss nicht wiederholen. Der Mann, sagt er, hat Gespür für Militärisches. Er hat gewusst, entgegen den Generalen, dass die Maginot-Linie zu durchbrechen ist. Kleinbürger hat Stauffenberg den Diktator einst genannt. Jetzt sagt er, der Vater dieses Mannes war kein Kleinbürger. Der Vater dieses Mannes ist der Krieg. Wie verbrecherisch Hitlers Krieg ist, offenbart sich Stauffenberg in der Sowjetunion. Doch er will seine Pflicht tun, seinem Land dienen, wie es all seine Vorfahren getan haben. Vor allen Dingen war das Bewusstsein dieser Familie das Bewusstsein des Staatsdieners. Insofern ist sicher die Berufsentscheidung von Stauffenberg auch mitbestimmt gewesen, dass wenn man aus einer alten Familie kommt oder aus einer Beamtenfamilie kommt, Staatsdiener zu werden, ein ganz lebendiger Begriff war. Stauffenberg fühlt sich als Spross eines uralten Adelsgeschlechts, der Staufer. Seit 6 Jahrhunderten steht im Bamberger Dom der Bamberger Reiter, Standbild eines Stauferkönigs, Symbol für Ergebenheit zum Herrscher. Der vermeintliche Vorfahre wird Stauffenbergs Vorbild. Er sieht sich als historische Persönlichkeit, als wahren Aristokraten, seinem Geschlecht und seinem Land besonders verpflichtet. Was wird ihn dazu bringen, dem Herrscher nicht mehr zu dienen, wie es die Tradition verlangt? Im schwäbischen Lautlingen, wo Klaus aufwächst, wird er von der Mutter eingeführt in die Welt von Musik, Dichtung und Kunst, die ihn fasziniert, auch als Karrieresoldat.
Er war mit Sicherheit ein passionierter Soldat und auch ein hervorragender Soldat. Er hat ja eine enorme Karriere gemacht. Er hat auf der Kriegsschule den Lehrgangsbesten gemacht und er ist ja mit 36 Jahren der jüngste Oberst im Heer gewesen. Aber er war sicher kein typischer Soldat, weil er einfach zu viele andere Interessen auch hatte, einen zu großen Horizont. Er war ja auch ein sehr musischer Mensch. Der schon wegen seiner Herkunft glaubt, er sei auserwählt und besonders. In seiner schwäbischen Heimat entsteht die starke Beziehung zur Ideenwelt eines Dichters, der einen neuen deutschen Menschen anstrebt. Stefan George. Meinen Meister nennt ihn Klaus. Und der sagt über den jungen Stauffenberg, er sei königlich, ein regelrechter Wunderknab. Jahre des Schwärmens. An seinem Lieblingsplatz, einem Torfelsen in der Schwäbischen Alb, hängt Stauffenberg Georges Gedanken nach. Im geheimen Deutschland, glaubt er, verberge sich ein schöpferischer Genius, den es zu erwecken gelte. Einiges aus Georges Ideenwelt findet sich auch wieder im Nationalsozialismus. Führerprinzip, Rassegedanken. Georges Werte prägen Stauffenberg, auch im Krieg. Ich verstand auch damals kaum was von Stefan George. Aber da ich von ihm schon so viel gehört hatte, kam im Gespräch dieser, sein Kontakt mit Stefan George, beinahe als erstes vor. Aber dann schilderte er mir auf den großen Lagekarten, er war damals in der sogenannten Organisationsabteilung des Generalstabs, in den großen Lagekarten die Kriegslage. Er war allmählich auf dem Weg zu einer aktiven Widerstandstätigkeit, nicht von vornherein. Die Hoffnung auf einen schnellen Sieg verfliegt nach der verlorenen Schlacht vor Moskau im Dezember 1941. Als Generalstabsoffizier weiß Stauffenberg genau um die hohen Verluste und spricht zum ersten Mal davon, es gäbe nur eine Lösung, um Hitler Einhalt zu gebieten. Sie heißt ihn töten. Er selbst ist dazu nicht bereit. Noch nicht. Als Stauffenberg von den Verbrechen hinter der Front erfährt, spricht er immer öfter über den Tyrannenmord. Es sei an der Zeit, sagt er, dass ein Offizier eine Pistole einstecke und diesen Schmutzfink Hitler über den Haufen schieße. Ein echtes Schlüsselerlebnis für ihn ist wohl gewesen, als er, ich glaube Anfang 1942, von Massenerschießungen von Juden in der Ukraine erfahren hat. Da hat er damals geäußert, der Kerl muss weg. Und von da an war er aktiv mitbeteiligt. Schon vor der Katastrophe in Stalingrad ist Stauffenberg zum Äußersten bereit. Eine grundsätzliche Änderung ist nur möglich, wenn Hitler beseitigt wird, sagt er. Ich bin bereit, es zu tun. Feldmarschall Erich von Manstein, Hitlers fähigster General. Er könnte die Wehrmacht in den Widerstand führen. 26. Januar 1943, Mannsteins Hauptquartier. Ein offenes Gespräch unter vier Augen. Ich kann nur sagen, dass Stauffenberg sehr enttäuscht zurückgekehrt ist, weil er nicht die Zustimmung von Mannstein bekommen hat. Die Begründung hat Mannstein ihm auch gegeben und hat die Begründung gesagt, ein Truppenführer seiner Verantwortungsstelle kann nicht die Truppe praktisch zum Befehlsverweigerung auffordern, weil das zum Gesamtzusammenbruch der Front führen muss. Und weil es zu früh sei, das Volk noch nicht reif, meint Mannstein. Der Stratege verweigert. Noch in Mannsteins Hauptquartier sagt Stauffenberg zu einem Offizier, Erkenntnisse haben sie alle, die Generäle. Aber nur die wenigsten sind bereit zu handeln. So hat er sich ausgedrückt. Nur die wenigsten sind bereit zu handeln. Er gehört nicht dazu. Im Spannungsfeld zwischen Front und Widerstand wählt Mannstein den Gehorsam. Einem anderen Verschwörer sagt er, preußische Feldmarschälle meutern nicht. Preußische Feldmarschälle müssen meutern, wenn es notwendig ist. Dafür sind sie Feldmarschälle. Sonst sollen sie Bataillonskommandeure bleiben. Da brauchen sie nicht meutern.
Stauffenberg flieht aus dem Generalstab an die Front. Weg von den Schreibtischtätern zur deutschen Wüstentruppe in Tunesien. Sein neuer Chef, Erwin Rommel, ist eine lebende Legende. Und Hoffnungsträger für den Widerstand. Stauffenbergs Ausflug an die Front ist kurz. 7. April 1943, ein britischer Tieffliegerangriff. Dann sahen wir plötzlich ein völlig zerschossenes Auto von Stauffenberg da stehen. Er war nicht da, keiner war da. Er stand da mitten in der Wüste, war das ja nicht, aber diese flache Ebene. Und sind dann weitergefahren zu dem Gefechtsstand, zu dem wir waren und uns da wieder treffen sollten. Und da hörte ich dann, dass Stauffenberg schwer verletzt worden ist und ins Lazarett eingeliefert wurde schon. Ist das das Ende aller Pläne, aller Hoffnungen? Stauffenbergs rechte Hand wird amputiert. Er hat sein linkes Auge verloren und an der linken Hand zwei Finger. Doch er will weitermachen, so schnell wie möglich das Lazarett verlassen, um Hitler zu töten. Auf manchen Besucher macht er einen ganz anderen Eindruck. Mein Vater hat gesagt, geh doch mal zu dem Stauffenberg, der damals in München im Lazarett lag, nachdem er in Nordafrika schwer verwundet worden war. Und da habe ich ihn einmal besucht. Und das war etwas, muss ich hinterher sagen, etwas mühsames Gespräch, weil das Erste, was er sagte, war, warum kommst du nicht in Uniform? Und er hat gesagt, na, also in Marineuniform durch die Stadt München zu rennen, das ist ein bisschen komisch, das ist nicht sehr angenehm. Wissen Sie, was ich mir gedacht habe, das kann ich gar nicht laut sagen, ein Nazi. Ein richtiger Nazi-Offizier. Und das habe ich auch meinem Vater gesagt, der darüber lachte und dann sagte, na, da hast du dich aber schön getäuscht. Versehrt, aber entschlossener denn je. Stauffenberg erholt sich rasch im Kreis der Familie. Wir müssen Deutschland retten, sagt er. Wir sind als Generalstäbler alle mitverantwortlich. Im Berliner Bendlerblock, am Sitz des Allgemeinen Heeresamtes, wird Stauffenberg Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres. Damit erhält er direkten Zugang zu Hitler und wird Zentrum und Motor der Verschwörung. Er will der Attentäter sein. Mit einem alten Plan zur Niederwerfung innerer Unruhen wollen die Verschwörer um Stauffenberg den Umsturz erzwingen. Operation Walküre. Das Drehbuch zum Umsturz, ausgeklügelt vom Kopf des militärischen Widerstandes, Henning von Treskow. Und so soll Hitlers Herrschaft beendet werden. SS-Partei und Polizei wird der Staatsstreich in die Schuhe geschoben. Das Ersatzheer entwaffnet sie, hält das Regime so lange in Schach, bis die Wehrmacht das Heft in die Hand nimmt. Eine Diktatur, wie der nationalsozialistische Staat war, basiert natürlich auf Macht. Die Nazis waren unerhört erfolgreich in der Ausgestaltung ihres Machtapparates. Und ein Machtapparat, der entschlossen ist, seine Möglichkeiten einzusetzen, kann man natürlich nicht mit schönen Reden stürzen, sondern die kann man nur mit Gewalt stürzen. Man muss dazu die entsprechende Macht haben. Wer hatte die Macht? Natürlich eigentlich nur die Wehrmacht. Niemand darf von der Operation Walküre erfahren. Sicher vor Wanzen, vor den Spitzeln der Gestapo, sind die Verschwörer in den Wäldern rund um Berlin, wo der Staatsstreich ungestört besprochen wird. Von den Details weiß nur der innerste Zirkel. Heute wird immer sehr viel gesprochen von verschiedenen Kreisen. Man gewinnt den Eindruck, dass es da feste Kreise, Organisationen gegeben hätte. Das ist in dem Sinne alles damals gar nicht möglich gewesen. Sondern es basierte auf persönlicher Kenntnis und auf persönlichem Vertrauen. Denn ein falsch eingesetztes Vertrauen hätte den Kopf nicht nur den eigenen, sondern auch von den anderen gekostet. Nicht nur Militärs sehnen eine Zeit nach Hitler herbei. Seit 1940 trifft sich im schlesischen Kreisau eine Gruppe von Zivilisten aus verschiedensten Gesellschaftsschichten. Anwälte, Kirchenmänner, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, um die politische und soziale Zukunft Deutschlands zu diskutieren. Helmut James Graf von Moltke, Peter Graf Jörg von Wartenburg, Adam von Trotz zu Solz, Adolf Reichwein,
Hans Bernd von Haften und viele andere. Sie waren Bundesgenossen gegen die Diktatur, gegen den Mord der Nazis. Aber sie waren nicht unbedingt alle in dem Sinn Freunde und sie waren auch nicht, dachten nicht in parteipolitisch, in einer Partei oder so, sondern sie waren aus vielen Gruppierungen zusammengekommen in diesem Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für ein rechtsstaatliches Deutschland. Ein Deutschland, in dem Glaubens- und Gewissensfreiheit herrscht, wo die Würde des Menschen geachtet wird, ohne Ansehen der Rasse. Dafür versuchen die Kreisauer, bei den westlichen Alliierten zu werben, sie als Verbündete für einen Staatsstreich zu gewinnen. Es wird nie dazu kommen. Der Kreisauer Kreis bleibt isoliert. Auch die Mission von Helmut James Graf von Moltke scheitert. Dann hat er versucht, von Schweden aus und von der Türkei aus mit den Alliierten in Verbindung zu treten. Noch viel stärker hat das Trott getan, der sehr gute Beziehungen hatte zu England und zu, wo er im College gewesen war, und zu Vereinigten Staaten. Und wir haben von den Alliierten ist immer nur keine Antwort oder negative Antwort gekommen. Die waren nicht bereit, mit irgendeiner Gruppe in Deutschland zusammenzuarbeiten. Seit der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 steht der Entschluss von Präsident Roosevelt und Premier Churchill fest. Hitler-Deutschland muss bedingungslos kapitulieren. Doch er glaubt noch an eine Westlösung, an einen Separatfrieden, notfalls auch gegen Hitler. Erwin Rommel, der populärste Feldmarschall und nach Mansteins Absage Hoffnungsträger für den Widerstand. Von einem Umsturz aber will auch er nichts wissen. Rommel glaubt, Hitler überzeugen zu können, den Krieg im Westen zu beenden. Mein Vater hat natürlich im Jahr 1943 eine offene Revolution nicht für möglich gehalten. Und er hat am Anfang 1944 darüber nachgedacht, was man erstens tut, wenn man in Frankreich gewinnt und einen Frieden mit Bedingungen bekommt, ob man dann Hitler gegebenenfalls zwingen muss, abzutreten oder einzulenken. Und zweitens darüber, was passiert, wenn die Normandie-Schlacht mit einem alliierten Sieg endet. Das waren Überlegungen und Gedanken, auf jeden Fall raus aus dem Krieg, bevor die Sowjetunion halb Europa oder ganz Europa erobert. Rommels Traum vom Frieden im Westen platzt, als die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie landen. Für den Widerstand in Deutschland heißt das, ein innerer Befreiungsschlag kommt jetzt fast schon zu spät. Rommel ahnt, der Krieg ist verloren. Doch ein Attentat auf Hitler lehnt er weiter ab. Mein Vater hat immer gesagt, also er hätte den toten Hitler für gefährlicher gehalten als den lebendigen. Er sei immer gegen das Attentat gewesen. Hitler töten, macht das jetzt überhaupt noch Sinn? Seit der Landung der alliierten Truppen in der Normandie drängt die Zeit mehr denn je. In seiner Wohnung am Berliner Wannsee bespricht sich Stauffenberg mit Bruder Berthold. Wäre es nicht klüger, Hitler allein verantwortlich in den Abgrund rennen zu lassen? Fragen, die kein Kalkül beantworten kann. Nur das eigene Gewissen. Wie lange noch warten? Das Risiko, entdeckt zu werden, steigt mit jeder Stunde. Anfang Juli 1944 werden zwei Mitglieder des Kreisauer Kreises verhaftet. Adolf Reichwein und Julius Leber. Mitte Juli stellt Stalin in Moskau zehntausende deutsche Kriegsgefangene zur Schau. Die Botschaft dieser Bilder: Hitlers Krieg ist verloren. Der Massenmord geht weiter. Ungarns Juden werden deportiert. Schlimmer als das Misslingen eines Attentats, sagen jetzt die Verschwörer, wäre die Schande, tatenlos zu bleiben. Das war die zentrale Verantwortung, dass man das deutsche Volk und die Völker, mit denen man einen Krieg war, befreit von diesem Teufel.
Und genauso die vielen Morde innerhalb des Deutschen Reiches, also die ganzen Holocaust-Dinge, die ja alle noch voll liefen, dass man all diesem ein Ende setzt. Hitler töten, für Stauffenberg ist es nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem neuen Deutschland. Wie das aussehen soll, darüber ist sich der Widerstand uneins. Anfang Juli 1944, Klaus und Berthold Stauffenberg formulieren ihre Grundsätze für die Zeit nach Hitler. Eine Art Verfassung, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, nur für den innersten Kreis. Es klingt wie ein Vermächtnis für ein anderes Deutschland. Die Brüder geloben sich Gehorsam, Schweigen, Treue. Sie wollen eine neue Ordnung nach der Tyrannei. Ein Land des Rechts und der Gerechtigkeit. Die Zukunft Deutschlands sehen sie in der Tradition von Goethe, Schiller, Beethoven und nicht von Hitler. Dafür lohne es sich, sein Leben herzugeben und für mehr. Mit jedem Tag verlieren Tausende von Menschen an allen Fronten und in der Heimat und überall und in den Konzentrationslager ihr Leben. Es kommt schließlich gar nicht mehr darauf an, ob man verständlich zu machen weiß, warum. Es kommt nur darauf an, diesen Morden endlich ein Ende zu machen. Versteckt in den Wäldern von Ostpreußen, in der Nähe von Rastenburg, liegt Hitlers Hauptquartier, die Wolfsschanze. Ein abgeschottetes Areal, gesichert von Wachmannschaften, Minengürteln, Stacheldraht. Hier will Stauffenberg Hitler töten. Zugang zum Diktator haben auch hier nur engste Mitarbeiter, hohe Militärs und, für die Kameras der Wochenschau, ausgewählte Besucher, die Hitler garantiert nicht gefährlich werden können. Vorgelassen wird auch der Chef des Stabes des Ersatzheeres. Am 15. Juli 1944 kommt er in die Wolfsschanze. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Kontrolliert wurde er eigentlich nicht, weil er ein ständiger Aus- und Eingeher war. Da waren viele da, die auch schon von den einzelnen Kommandos, vom Wachpersonal, egal ob vom Begleitkommando oder vom SD, ja, es waren ja schon fast persönliche Bekannte, möchte ich sagen. Und da war Stauffenberg natürlich auch einer. Im Gepäck hatte er an diesem 15. Juli eine Bombe mit Zeitzünder. Doch weil SS-Chef Himmler nicht an der Lagebesprechung teilnimmt, sagt die Verschwörerzentrale in Berlin das Attentat ab. Die ganze Führungsspitze soll auf einen Schlag getötet werden. Stauffenberg will dennoch handeln. Doch die Chance ist vertan. Hitler bricht die Lagebesprechung ab. Enttäuscht fliegt Stauffenberg nach Berlin zurück. Dort wurde der Umsturzplan Walküre bereits ausgelöst. Nur mit Not gelingt es den Verschwörern, den Alarm als Übung zu tarnen. Zwei Tage später, am 17. Juli, ein weiterer Rückschlag. Rommel wird bei einem alliierten Fliegerangriff schwer verletzt. Die Symbolfigur, auf die der Widerstand so viele Hoffnungen gesetzt hat. Stauffenberg sagt jetzt, der Rubikon ist überschritten. Und ich sehe da noch stehen an der Tür. Und da hat er so seine verstümmelte Hand so auf die Klinke gelegt, um die runterdrücken zu können. Und da sagte ich, Stauff, ich will dir mal was sagen. Wir nannten ihn Stauff. Ich weiß, dass ihr was vorhabt. Ich will das im Einzelnen also gar nicht wissen. Aber wenn, dann muss das sehr bald geschehen, sonst hat es gar keinen Sinn mehr. Da sagte er, Kilian, du kannst dich darauf verlassen, es wird sehr bald etwas geschehen. Dann ging er zur Tür raus. Ich sehe ihn noch. Am
Am 20. Juli soll Stauffenberg erneut in der Wolfschanze Hitler Vortrag halten. Die Bombe wird vorbereitet. 2 Kilo Plastiksprengstoff. Sie tauchten in unserer Wohnung auf. Vater stellte sie kurz ab, bat meine Mutter, das Zeug nicht anzufassen. Er würde damit sofort zu Stauffenberg gehen. Mutter hatte wohl versucht, und da war das Ding sehr schwer. Und von ihrer Seite aus ein Erstaunen. Aber das hat dann Vater sofort abgewehrt, weil er der Meinung war, dass seine Frau das nichts anging. Die Vorbereitungen für den Staatsstreich müssen geheim bleiben. Die Verschwörer wollen ihre Familien schützen durch Schweigen. Viele Frauen spüren die Gefahr, auch Erika von Hagen. Sie schauen sich sehr tief in die Augen. Sie sind eigentlich innerlich eins und wissen sehr genau, dass es einen Abschied bedeuten kann, auf immer. Und nehmen sich sehr viel Zeit, um voneinander zu gehen. Und es gibt ein langes Nachwinken, als mein Vater schließlich in den Zug gestiegen war. Und es war ein sehr bedeutungsvoller Abschied, wo wohl beide in ihrem Unterbewusstsein ganz genau wussten, dass es das letzte Mal ist. Die Verschwörer wissen, es kann jeden Tag geschehen. Scheitert das Attentat, sind sie und ihre Familien totgeweiht. Die Haftens sehen sich noch einmal am 19. Juli. Mein Mann war am 19. Juli zu uns noch mal nach Mecklenburg gekommen. Da hatte unser ältester Sohn Geburtstag. Der wurde damals 13. Und da war mein Mann bei uns. Und da hatte er mir schon gesagt, also wenn jetzt eine Nachricht von Werner, von meinem Bruder, von seinem Bruder Werner kommt, dann bedeutet das, dass es wirklich nun also geschehen soll, das Attentat auf Hitler, was geplant war. Und als dann, und das wusste ich eben auch. Abschied von den Liebsten. Da wusste man ja auch noch nicht, was passieren würde am 19. Aber es war ihm sozusagen klar, dass wohl am 20. es nun endgültig passieren musste. So oder so. Weil man nicht noch mal einen neuen Versuch wagen konnte, dann würde es rauskommen. Man musste also volles Risiko eingehen. Am Vorabend des 20. Juli besucht Stauffenberg eine Kirche in Berlin-Steglitz, hält noch einmal stille Einkehr. Er weiß, dass dies sein letzter Lebenstag sein kann. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. Es geht nicht um meine 4 Kinder oder meine Frau, sagt Stauffenberg, sondern es geht um das ganze deutsche Volk. Ich glaube, das war einfach Teil seines Patriotismus. Wer sein Vaterland liebt, der kann es nicht ertragen, dass in dieser Weise mit seiner Ehre und seiner Moral umgegangen wird. Das war nicht einerseits andererseits, sondern das war dasselbe. 20. Juli 1944. Wieder ist Stauffenberg auf dem Weg zur Wolfschanze. Heute muss es gelingen. Es ist die letzte Chance. Die Kontrollen kann er ungehindert passieren mit Sprengstoff in der Tasche. Führerhauptquartier Wolfschanze, 2 Quadratkilometer Hochsicherheitszone. Stauffenbergs Weg zu Hitler ins Innerste des Hauptquartiers führt durch insgesamt 3 Sperrkreise. Überall stehen die Sicherheitskräfte von Hitlers Begleitkommando, Wachposten und Soldaten.
Gegen 10.30 Uhr erreicht Stauffenberg das Casino im Sperrkreis 2 und frühstückt erst einmal. Noch 2,5 Stunden bis zum Attentat. Die Lagebesprechung soll nicht in Hitlers Bunker stattfinden, sondern in einer Holzbaracke. Dann die Überraschung. Weil Hitler Mussolini erwartet, wird die Besprechung um 1/2 Stunde vorverlegt. Die Zeit wird knapp, denn Stauffenberg muss die Sprengladung noch mit einem Zünder versehen. Er muss sich jetzt bei Feldmarschall Keitel melden zu einer Vorbesprechung. In Keitels Baracke ziehen sich Stauffenberg und sein Adjutant Werner von Haften noch einmal zurück. Setzen den Zündmechanismus in Gang. Doch bevor sie das zweite Sprengstoffpaket scharf machen können, werden sie gestört. Stauffenberg lässt einen Sprengsatz zurück. Ein verhängnisvoller Fehler. Warum hat er dieses eine Kilo weggetan, nicht wahr? Und nur also die Hälfte des Sprengstoffs benutzt. Dass es der 20. Juli ein heißer Sommertag war und man deswegen also in einer Baracke ausgewichen ist und die Fenster aufgemacht hat, sodass die Wirkung also ein ganz anderer war. Das war vielleicht schon eher vorhersehbar. Aber warum er diese Hälfte des Sprengstoffs weggetan hat, das weiß kein Mensch. Der Säurezünder ist auf maximal 30 Minuten eingestellt. Doch wegen der Sommerhitze kann die Bombe schon wesentlich früher explodieren. Als Stauffenberg die Baracke betritt, ist die Konferenz bereits im Gange. Der Attentäter postiert die Bombe unter dem Kartentisch. Nach vielleicht 10 Minuten kam er wieder raus, aber ohne Koppel und ohne Mütze, also ohne seine Mütze alles. Das passierte öfter und ich hatte anfangs den Eindruck, dass er käme und hatte irgendetwas vergessen. Ich wusste nicht, zu welchem Anlass der Mann da war, aber dachte ich nur, der Gegner muss noch irgendwelche Unterlagen holen. Er holt keine Unterlagen. Stauffenberg ist auf der Flucht. Juli 1944, 12:42 Uhr. Kann da was los ist, Fetzen fliegen und nichts weiter. Und alles, was rumlief, hat auch die Pistole plötzlich in der Hand. Und in dem Moment kommen wir Hitler auch schon entgegen. Er selber konnte gar nicht gehen, wurde festgehalten von ein paar Leuten. Linger und Günther, wer da in der Nähe waren. Das war das erste Bild. Keiner wusste, was los war. Alles lief und schrie durcheinander. Aber interessant war doch einmal schon, nur ich zum Beispiel ankam, stehst du da mit der Pistole in der Hand und guckst rum. Ungehindert kann Stauffenberg die Wolfschanze verlassen. Sein Weg führt ihn am Tatort vorbei. Für ihn steht fest, Hitler ist tot. Er muss die Staubwolke noch gesehen haben, die kann sich noch gar nicht ganz verzogen haben und hat dann noch die Verwundeten am Rasen gesehen und das Schreien gehört. Aber ein endgültiges Bild, was passiert war, konnte er sich nicht verschaffen. Als Stauffenberg wenige Stunden nach dem Attentat in Berlin eintrifft, glaubt er, der Staatsstreich könne gelingen. Mit dem Attentat auf Hitler hat Stauffenberg das andere Deutschland sichtbar gemacht und die Nachwelt verpflichtet zu Mut, Moral und Entschlossenheit. Darin liegt seine historische Größe.